Ja, Holger, jetzt haben wir eben deine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Was ist das jetzt im ersten Moment für ein Gefühl für dich? Ja, natürlich ein schönes Gefühl. Inoffiziell haben wir uns natürlich schon zu Hause darüber gefreut. Jetzt ist es offiziell, jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr. Und ich hoffe, das wird eine schöne Zeit, noch 1,5 Jahre bei der SGE zu spielen, Bundesliga-Luft zu schnuppern und auch die super Stimmung in der Flens Arena mitzunehmen. Ihr habt ja intensiv Gespräche geführt, du und Dirk. Jetzt ist es frühzeitig zu diesem Ergebnis gekommen. War das für dich schon länger klar oder kam das jetzt auch durch die Gespräche? Nein, es war relativ kurzfristig. Also wir haben ja, die Entscheidung ist relativ kurzfristig gefallen. Wir haben natürlich schon ein bisschen zwischendurch mal gesprochen, aber jetzt die finalen Gespräche waren jetzt vor kurzem und das ging dann noch relativ schnell. Und über die Gespräche sind wir dann relativ ja, zügig aufeinander gekommen und haben beide Seiten, glaube ich, gemerkt, dass wir auf jeden Fall noch ein Jahr zusammenarbeiten wollen. Und darüber sind natürlich beide Seiten auch sehr glücklich. Wir haben es eben schon gehört, du fühlst dich fit, du stehst voll im Saft. Was nimmst du dir für die nächsten 1,5 Jahre vor? Ja, ich möchte natürlich Erfolge feiern mit der SG. Jetzt ist erstmal wichtig, weiterhin den Integrationsprozess mit den neuen Spielern voranzubringen. Das sieht ja sehr, sehr gut aus. Da sind wir auf einem guten Weg, aber natürlich wollen wir Titel gewinnen. Ich auch nochmal, vielleicht die nächsten 1,5 Jahre. Und darauf arbeiten wir natürlich jeden Tag hart in der Halle. Vielen Dank.